Moin Moin, ich bin es nochmal, eure Class Natural, hier nochmal auf dem Kanal von Rarity Vlogger. Wir sind heute nochmal mit einem neuen Vlog am Start. Ja, Julia ist ja jetzt heute nochmal nach Hause gefahren, nach 2 Wochen Urlaub. Und ja, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt halt nochmal, was mit meinem Rücken angeht, nochmal einen neuen Update. Ich weiß es halt nur nicht, ob das ein Vlog wird oder die Rückengeschichte. Muss dann halt mal später gucken, wo ich es einsortieren will, Playlist. Und auf jeden Fall, es gibt da neue Updates. Keine Sorge, ist nichts gebrochen, ist noch alles tippitoppi, alles heile. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten paar Tagen wieder vermehrt Schmerzen dort im Rücken habe. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch vor ein paar Tagen nochmal gestürzt bin und das gerade massiv. Ich hatte da so eine PTBS-Panikattacke wieder gehabt und wollte dann flüchten und bin dann ausgerutscht auf etwas und bin dann halt massiv dann aufgeschlagen. Und das war so ein bisschen der Ursprung von den Schmerzen gewesen. Und das war schon so ein bisschen furchtbar mit dem Wirbelkleiden und mit der Spondylothese. Da hatte ich auf jeden Fall die Tage danach echt Schmerzen. Und meine Kondition ist wieder den Bach runtergegangen und die Tage war schon furchtbar. Die Situation hat mich auch so ein bisschen psychisch auch nochmal zurückgeworfen. Weil ich kaum an den paar Tagen kaum am Alltag teilhaben konnte oder nur sehr erschwert teilhaben konnte. Und das sind dann immer so Momente, wo ich mir denke, Leute, ich meine ihn. Wo ich ihn einfach nicht mehr mag. Weil wenn man wirklich Tag für Tag, jeden Tag einfach nur Schmerzen hat und trotzdem seine Leistung erbringen muss und keinem kann einem so wirklich was abnehmen, jetzt vor allem wenn es Julia wieder nach Hause fährt. Das kann echt frustrierend sein. Vor allem manch anderer kommt wegen abgerissenen Fingernagel in Rente. Und ich sitze hier und kann kaum noch mal irgendwas machen und ackere bis 97 darum. Fun Fact am Rande, ich habe einen Rennbescheid bekommen, wo ich tatsächlich bis 97 arbeiten muss. Also bis 97 Jahre. Und da denke ich mir manchmal, what the fuck, wie soll ich denn das bis dahin durchhalten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal Gott sei Dank einen Job gefunden, jetzt mal außerhalb der Pflege, wo ich dann nicht mehr so viel lupfen muss und nicht mehr so viel Hilfe geben muss und das ist schon mal ein riesen Fortschritt. Und ich bin auch im Moment so richtig dankbar, aus der Pflege raus zu sein. Es gibt so Tage und Momente, wo ich wieder in die Pflege zurück will, aber es hat keinen Sinn, ich kann die Leistung einfach nicht mehr bringen in der Pflege. Und jede Pflegefachkraft, so wie ich es eine bin, weiß, was für Leistung man da erbringen muss. Heißt, wenn man da schon 3 Bandscheibenvorfälle hat und versteift ist, da kann man die Leistung einfach nicht mehr so erbringen wie so ein 20-jähriger Stöpken, der noch voll in der Blüte des Lebens steht. Das funktioniert nicht. An manchen Tagen ist es zum Beispiel bei mir auch so, dass ich dann am liebsten in die Uniklinik rennen würde bei uns und sagen würde, uns anfliehen würde am liebsten, hol den Scheiß raus, ich mag die Mie, hol den Scheiß raus. Weil das wirklich jeden Tag Schmerzen sind und es wird halt nicht mehr besser, obwohl ich schon sagen muss, im Gegensatz zum Anfang wurde es schon besser, aber so wie vor ein paar Jahren, als ich noch gesund war, so wird es halt nie. Ja, da würde ich halt mir schon manchmal das Metall rausnehmen lassen, aber dann kann man garantieren, dass ich dann nicht so wieder im Rollstuhl hocke, wie ich vor ein paar Jahren mal geholt habe. Heißt, das ist halt die Kehrseite.
weil das dann wieder die ganzen Bandscheiben und alles wieder dann so zusammendrücken würde, dass wieder die Nerven eingequetscht wären und. Das ist dann halt die Kehrseite der Medaille. Also es ist alles ein dafür und dawider. Also egal wie man es macht, man macht es eigentlich immer verkehrt. Man kann nichts richtig entscheiden, weil beide Entscheidungen falsch sind. Oder umgekehrt. Ja. Aber ich muss im Gegensatz zum Anfang so wirklich sagen, dass ich schon Fortschritte gemacht habe, gesundheitlich. Weil wenn ich so die letzten paar Jahre Resümee passieren lasse, wo mir die ganzen Schrauben durchgekommen sind, wo ich die erstmalige Operation hatte und alles, da muss ich eher wirklich sagen, toi toi toi, da habe ich wirklich gesundheitliche Fortschritte gemacht, kann echt froh sein, dass ich so nochmal laufen kann im Großen und Ganzen und dass ich im Großen und Ganzen im Allgemeinen den Alltag noch bewältigen kann. Schwierig ist, sind halt nur solche Sachen, wenn man einkaufen geht, man hat halt so groß niemanden, kann man halt nicht mal sagen, pass mal auf, luft mal bitte den Kasten Mineralwasser, das geht nicht. Muss man dann halt irgendwie selbst lupfen. Das geht nun mal nicht anders. Und ja, das sind dann halt so die ganzen Nachteile. Hier Switzer, viele von den Ärzten geraten, du darfst nicht mehr über 5 Kilo heben, du darfst dies nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Aber auf der anderen Seite fehlen die Lösungen. Und dann muss man doch wiederum mehr als 5 Kilo heben. Und es geht im Arbeitsleben wiederum so weiter. Ärzte sagen zum Beispiel, du musst einen Beruf haben, wo sitzend, stehend, abwechselnd ist, du darfst nicht schwer lupfen, am besten keine Leistung erbringen dürfen, aber du darfst nicht in Rente. Ja, was bleibt da groß übrig? Richtig, nix. Dann kann man eigentlich da nur noch den Job Hartz IV bevorzugen. Und das will Jobcenter wiederum nicht. Und das sind dann halt alles so Nachteile. Und ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal gespannt, was jetzt noch die Zukunft noch groß für mich bringen wird. Und ich hoffe nur, dass sich das mit meinem Rücken jetzt nicht nochmal weiter verschlimmert und dass ich da nicht weitere Brüche irgendwie erleiden muss vor dem Rücken. Und ja, auf jeden Fall, ich werde euch da mal auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, wie ich schon immer sage, wird schon schief gehen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, auch wenn so ein bisschen Resümee passieren lassen habe. Bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen und würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal wieder. Rückreise.